Warum sollen Kinder Forscher sein? Warum ist die Dokumentation so wichtig? Und wie kann der Raum zum dritten Erzieher werden? Um diese Fragen geht es bei der Auseinandersetzung mit der Reggio-Pädagogik. Und um diese geht es in dieser E-Lecture. Die Reggio-Pädagogik ist ein echtes Grassroot-Projekt. Sie entstand in Italien in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, als Eltern nicht nur den Wunsch hatten, dass Kindern Bildung und Betreuung zugutekommt, sondern als sie eben auch den Wunsch hatten, dass ihre Kinder schon früh die Grundlagen eines demokratischen Miteinanders lernen sollen. So entstand in einem Dorf in der Nähe von Reggio Emilia im Norden Italiens eine Einrichtung, die diese Ziele erfüllen sollte. Unterstützung bekamen sie damals von einem jungen Lehrer, der den Namen Loris Malaguzzi trug. Aus dieser, heute würde man sagen, Elterninitiative entstand ein Netzwerk von Kindertageseinrichtungen, das heute von der Stadt Reggio Emilia unterhalten wird und das weltweit berühmt geworden ist für die Pädagogik, die dort praktiziert wird. Schauen wir uns also einmal an, was diese Pädagogik auszeichnet. Ich werde mich der Reggio-Pädagogik auf drei Ebenen nähern. Zunächst werde ich Ihnen einen knappen Überblick über die theoretischen Grundlagen geben, anschließend auf die bildungsphilosophischen Prinzipien eingehen und schließlich die konkrete Umsetzung anhand typischer Handlungsweisen vorstellen. Die besondere Herausforderung bei allen Darstellungen der Reggio-Pädagogik besteht darin, dass es aus Reggio selbst kein Grundlagenwerk gibt, kein Manifest, keine Darlegung der pädagogischen Prinzipien der Reggio-Pädagogik, die die Akteure in Reggio Emilia selbst verfasst hätten. Zudem hat sich die Reggio-Pädagogik im Laufe der Jahre sehr verändert. Es ist ja auch eines der wenigen pädagogischen Projekte, das bereits seit über 40 Jahren existiert und es hat sich eben in dieser Zeit immer wieder den gegebenen Veränderungen der Rahmenbedingungen angepasst, aber auch neue Erkenntnisse und Themen aufgegriffen. Der vielleicht wichtigste theoretische Impuls für die Reggio-Pädagogik ist der Sozialkonstruktivismus. Wir sprechen in Deutschland auch oft vom Co-Konstruktivismus. Im Mittelpunkt steht dabei eine bestimmte Vorstellung vom Lernen. Jeder Mensch muss sich sein Wissen über die Welt selbst konstruieren und dies geschieht in der Regel in sozialen Bezügen, also in der Interaktion mit anderen Menschen. Aber eben nicht als einfache Transmission, bei der Wissen und Bildung von einem Menschen auf den anderen einfach übertragen werden, sondern in einem sehr individuell verlaufenden Aneignungsprozess. Die Reggio-Pädagogik bezieht sich dabei ausdrücklich auf Jean Piaget, der dieses sozialkonstruktivistische Bild des Lernens geprägt hat. Weitere wichtige Theoriebezüge bestehen zu John Dewey, der unter anderem für den Ansatz steht, in Projekten zu lernen. Er ist zugleich auch der Theoretiker, der in besonderer Weise für Demokratielernen steht. Und Bezüge bestehen auch zu Jerome Brunner, der die Bedeutung des Erfahrungslernens herausgearbeitet hat. In der Bildungsphilosophie der Reggio-Pädagogik lassen sich drei grundlegende Kernprinzipien identifizieren. Ein bestimmtes Bild vom Kind, die besondere Bedeutung der Gemeinschaft und eine spezifische Vorstellung davon, wie Lernen geschieht. Die Reggio-Pädagogik hat sich von Anfang an gegen die Vorstellung von einem schutz- und hilfsbedürftigen Kind abgegrenzt. Das Kind wird vielmehr als stark angesehen, weil es viele Fähigkeiten besitzt, weil es Konstrukteur und Sinngeber seiner Erfahrung ist und diese auch umsetzen kann. Zugleich ist es ein reiches Kind, weil es einen unerschöpflichen Reichtum an Wahrnehmungswegen und Ausdrucksweisen hat. Kinder tragen in sich besondere und vielfältige affektive, soziale, sinnliche und geistige Potenziale zum Forschen und Lernen, die intuitiv genutzt werden. Das oft zitierte Gedicht von Loris Malaguzzi über die 100 Sprachen des Kindes soll genau diesen Reichtum ausdrücken. Mit dem Bild vom Kind als reiches, mächtiges und starkes Subjekt ist auch eine Vorstellung von der Bedeutung der Rechte des Kindes
verbunden, die in Reggio eine sehr große Rolle spielen. Das Kind ist auf dieser Grundlage nicht mehr länger als ein durch Erwachsene zu bildendes und zu formendes, unfertiges Objekt zu sehen. Stattdessen ist es die Aufgabe der Erwachsenen, sicherzustellen, dass die Potenziale des Kindes sich entfalten können. Komplementär zum Bild des Kindes entsteht auf diese Weise auch ein Bild von den pädagogischen Fachkräften und ihren Funktionen. Die Erwachsenen haben die Aufgabe, die Wahrung der Rechte des Kindes sicherzustellen und die Ausdrucksweise in möglichst vielen Sprachen, in den 100 Sprachen des Kindes, zu ermöglichen. Die Gründerinnen dieser ersten Kindertageseinrichtungen in Villa Cella, also in dem kleinen Ort in der Nähe von Reggio, hatten nach der Erfahrung des Krieges und des Faschismus in Italien ein klares Ziel vor Augen. Sie wollten, dass ihre Kinder demokratisch aufwachsen in einer Gemeinschaft, die solidarisch einander beisteht. Damit prägten sie von Anfang an die Reggio-Pädagogik als ein demokratisches Projekt. Die Schaffung und Erhaltung eines durch die Prinzipien der Demokratie charakterisierten Miteinanders ist deshalb bis heute ein wichtiges Anliegen der Reggio-Pädagogik. Dies ist auch darin begründet, dass in Reggio die Kindertageseinrichtungen nicht nur als ein Ort begriffen werden, an dem die Kinder etwas lernen, sondern als ein Ort, an dem Gemeinschaft immer wieder neu geschaffen wird. Die Kinder sollen deshalb eine Gemeinschaft erleben, zugleich aber auch schon früh durch Partizipation zur Gestaltung dieser Gemeinschaft beitragen. Kinder werden von Anfang an auch als Bürger verstanden. Gemeinschaft sollen sie deshalb nicht nur in der Familie erleben, sondern auch in der Kindertageseinrichtung und in größeren Gemeinwesen wie dem Stadtteil oder der Stadt. In Projekten setzen sich Kinder deshalb immer wieder auch mit der Stadt auseinander, in der sie leben. Eine Dokumentation solcher Projekte ist beispielsweise in dem aus Reggio stammenden Buch Reggio Tutta zu finden. Ich habe eben schon erklärt, dass der Sozialkonstruktivismus ein wichtiger Baustein des Lernverständnisses von Reggio ist. Aber auch die Vorstellung vom reichen und starken Kind ist eine wichtige Komponente, die das Lernen in besonderem Maße beeinflusst. In der Reggio-Pädagogik wird das Kind als ein Subjekt gesehen, das sich seine Welt aktiv erschließt und aneignet. Lernen ist dabei aber kein einsamer Prozess, sondern findet stets in der Auseinandersetzung mit Menschen und Dingen statt. Lernen ist das Ergebnis von Interaktion. Um das Lernen zu stimulieren, braucht es den Austausch. Als Metapher hierfür wird immer wieder das Ping-Pong-Spiel genutzt, bei dem es immer auch ein Gegenüber braucht, das eben den Ball zurückspielt, einen neuen Impuls setzt. Deshalb verwendet Rinaldi auch die Bezeichnung einer Pädagogik des Zuhörens, weil es als wichtig angesehen wird, den Kindern genau zuzuhören, um ihre Perspektiven und Weltdeutungen zu verstehen und daran anknüpfend geeignete neue Impulse geben zu können. Vor diesem Hintergrund wird auch verständlich, warum die Bildungsdokumentation so ernst genommen wird. Sie ist Ausdruck dieses Zuhörens und kann zugleich zu einem Stimulus im geistigen Ping-Pong-Spiel werden. Lernen, und das ist der letzte Punkt, hängt eben eng mit dem Forschen zusammen. Neugier und Forscherdrang sind die ersten und stärksten Motive für das Lernen. Indem Lernprozesse als Forschungsprozesse verstanden werden, wird ein erfahrungsbasiertes und entdeckendes Lernverständnis in den Vordergrund gerückt, wie es schon die für die Reggio-Pädagogik bedeutsamen Denker Piaget, Dewey und Brunner diskutiert haben. Die konkrete Gestaltung der pädagogischen Arbeit in den Kindergärten und Krippen in Reggio Emilia kann durch verschiedene Merkmale charakterisiert werden. Ich habe hier für Sie die in meinen Augen wichtigsten 5 Merkmale zusammengestellt. Es sind nämlich Projekte, Raumgestaltung, Dokumentation, Kreativität und Ästhetik sowie Erwachsene als Forscher und Assistenten der Kinder. In der Innenstadt von Reggio Emilia stehen 2 große steinerne Löwen. In verschiedenen Projektdokumentationen wird deutlich,
wie sich die Kinder mit diesem Löwen auseinandersetzen. Die Kinder betrachten ihn von allen Seiten, schauen ihm in die Augen, legen die Hände in sein Maul, fotografieren den Löwen. Sie klettern auf ihn, betasten ihn, malen und zeichnen ihn, stellen ihn im Schattenspiel dar. Sie finden Töne, sie sammeln Fotos von Löwen, sie ahmen ihn aus Ton oder aus Brot nach, schauen Bücher über Löwen an. Sie ahmen seinen Gesichtsausdruck nach und beschreiben ihn mit Worten. Zum Beispiel, vorher war der Löwe allein auf dem Platz, jetzt gehört er allen Kindern. So wird ein Kind zitiert in einer der Dokumentationen. Das Zitat macht besonders deutlich, dass diese verschiedenen Herangehensweisen Formen der Aneignung des Löwens sind. Zugleich wird der riesige steinerne Löwe in diesem Aneignungsprozess verändert, indem die Kinder mit dem Kopf, den Augen, den Ohren, mit den Worten und Händen neue Darstellungen des Löwen herstellen. Diese Form der Auseinandersetzung ist ein Projekt, eine ganzheitliche Beschäftigung mit einem Thema, die wesentlich von den Kindern gesteuert wird. Die Fachkräfte hören zu, dokumentieren Aussagen der Kinder und geben Impulse für die weitere Auseinandersetzung. Projekte können auch wesentlich kleiner sein, sie können nur von wenigen Kindern und nur für wenige Stunden bearbeitet werden. Die räumliche Umgebung wird in Reggio als ein wesentlicher Stimulus für die Kinder gesehen. Neben den anderen Kindern und den Erwachsenen, dem ersten und dem zweiten Erzieher, ist der Raum deshalb als dritter Erzieher angesehen worden. Typisch für die Räume in der Reggio-Pädagogik sind deshalb verschiedene Funktionsbereiche, die durch Tücher, Möbel abgetrennt werden, die gekennzeichnet sind durch verschiedene Möbel- und Bodenbeläge, und es werden also so Räume im Raum geschaffen. Durch Podeste und Treppen, um verschiedene Perspektiven zu ermöglichen, Fenster und Öffnungen für Transparenz und ebenfalls unterschiedliche Perspektiven, durch Rückzugsmöglichkeiten für Kinder, durch alte Möbel und Gegenstände mit Geschichte, Überraschendes, Dinge, die neugierig machen, schöne und mit Bedacht ausgewählte Objekte, die die Kinder zum Entdecken und Nachdenken anregen sollen. Vielfältiges Material, ansprechend und übersichtlich präsentiert. Spiegel an den verschiedensten Stellen, durch Werke der Kinder und durch Wanddokumentationen, die sogenannten sprechenden Wände. Die Raumgestaltung erfüllt jedoch nicht nur unmittelbar pädagogische Funktionen. Der Raum soll auch zum Wohlbefinden der Kinder beitragen. Das besondere Raumkonzept in Reggio umfasst außerdem ein Kinderrestaurant, ein meist offener Raum, in dem die Kinder ihre Mahlzeiten einnehmen können. Dieser befindet sich meist in der Nähe einer Küche, in der das Essen zubereitet wird. Die Kinder werden an der Vorbereitung der Mahlzeiten und am schönen Decken des Tisches beteiligt. Die Rolle des Raumes als dritter Erzieher entfaltet sich insbesondere auch durch die sprechenden Wände, eine Form der Dokumentation, die in allen Räumen der Kindertageseinrichtungen in Reggio vorhanden ist. Auf den sprechenden Wänden werden aktuelle Projekte der Kinder dokumentiert, durch Fotos, Zeichnungen und Bilder der Kinder, dreidimensionale Objekte, schriftliche Kommentare und Zitate, Beschreibungen und Reflexionen. Diese Form der Wanddokumentation ist in der Regel nicht als abgeschlossenes Dokument angelegt, sondern als eine Art dreidimensionales Tagebuch, an dem kontinuierlich gearbeitet wird. Ein Erkennungsmerkmal der Reggio-Pädagogik ist die künstlerisch-ästhetisch gestaltende Arbeit. In Anknüpfung an die 100 Sprachen des Kindes, also diese Metapher von den vielen Ausdrucksmöglichkeiten der Kinder, wird eben auch das künstlerische Gestalten als eine Sprache des Kindes verstanden, beziehungsweise als viele Sprachen, denn es geht ja nicht nur um das Malen, sondern auch um das Zeichnen, das Töpfern, das Ritzen, das Kleben, was auch immer. Malen ist eine der vielen Sprachen des Kindes, sagt Malaguzzi.
Dabei geht es jedoch nicht so sehr um bestimmte Techniken des Gestaltens. Im Vordergrund stehen genaues Hinsehen und Wahrnehmen. Kinder werden ermutigt, die Dinge genau zu untersuchen, um detaillierte Beobachtungen anstellen zu können. Dazu können Hilfsmittel wie der Fotoapparat oder die Lupe genutzt werden. Die Kreativität soll auch durch bestimmte Materialien angeregt werden, die den Kindern bereitgestellt werden. Einen besonderen Schwerpunkt bilden dabei zum einen Naturmaterialien, wie etwa Holzscheiben und Stöcke. Zum anderen wird in Reggio Emilia auf Produkte aus der Remida zurückgegriffen, einem zu Reggio Children gehörigen Betrieb, der Industrieabfälle, zum Beispiel Papprohre, Fliesen oder Stoffe, so aufbereitet, dass sie als Gestaltungsmaterial benutzt werden können. Die Erwachsenen, sowohl pädagogische Fachkräfte, die sonstigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtungen, als auch die Eltern, haben die Aufgabe, die Kinder in ihren Bildungsprozessen zu unterstützen. Sie assistieren den Kindern. Zugleich erforschen sie ihre Bildungsprozesse in der schon erwähnten Pädagogik des Zuhörens. Die Reggio-Pädagogik verbindet viele Prinzipien miteinander, die heute im Diskurs über die Pädagogik der frühen Kindheit weitgehend Konsens sind. Das Bild vom aktiven, lernenden, starken Kind, das selbstgesteuert Lern- und Bildungsprozesse in Angriff nimmt, das dabei aber Unterstützung und Stimulation von außen braucht. Die Notwendigkeit, Wohlbefinden sicherzustellen, Partizipation zu ermöglichen, Entdeckerfreude und Neugier anzuregen. Die besondere Leistung der Reggio-Pädagogik besteht darin, dass sie diese allgemeinen und ja auch abstrakten Ziele in ein konkretes pädagogisches Programm übersetzt hat und so klare Anweisungen, klare Verhaltensregeln dafür gibt, wie Pädagogik gelingen kann.